Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Inhaltlich eventuell schon in Season 15, vielleicht ein bisschen später oder auch Mitte Season 15. Wie auch immer, es geht um das Thema Smurfen und dem Smurfern soll der Gar ausgemacht werden. Was ich an sich eine geile Sache finde. Achtung, in Pubs soll es weiter möglich sein. Es geht ausschließlich um das Thema Ranked. Und wie ich gehört habe, soll das Smurfen in Apex, oder Apex ist eine der wenigen Spiele, die es irgendwie zulässt, dass das Smurfen überhaupt möglich ist. In Pubs soll es in Zukunft weiter möglich sein, in Ranked aber nicht. Wie soll der ganzen Geschichte dem Gar oder der Gar ausgemacht werden? Und ich sehe vor allen Dingen zwei Aspekte. Einen fetten positiven, aber auch einen fetten negativen Aspekt, der das Verbieten von Smurfs in Ranked mit sich bringt, und ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr davon haltet. Der positive Aspekt ist natürlich logischerweise, oder wir kommen erstmal dazu, wie es funktionieren soll. Sobald diese Funktion implementiert wird, soll es so sein, dass wir unseren Hauptaccount mit einer Telefonnummer verknüpfen, die wir gleichzeitig auch verifizieren müssen. Das heißt, wir verknüpfen unseren Account mit der Telefonnummer. Und dann bekommst du wahrscheinlich irgendeinen Freischaltcode auf dein Handy, damit nachher das System auch weiß, okay, diese Telefonnummer existiert wirklich, dass du da nicht irgendeinen Fake-Scheiß eintragen wirst. Natürlich könnte es jetzt Leute geben, die sagen, boah, hey Mensch, hier, ich habe so viel Kohle, ich kaufe mir jetzt 5 Handys, 5 Telefonnummern, 5 Verträge. Wer es nötig hat, der kann dann natürlich auch 5 Smurf-Accounts theoretisch einfach bildlich für Ranked machen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Also das macht wahrscheinlich kaum einer, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt ein paar wenige, die dann so drauf sind. Inhaltlich soll es dann so sein, dass du in Ranked nicht mehr mit einem Smurf-Account spielen kannst. Der positive Aspekt, den ich sehe, wird einfach so sein, dass du gerade in den Schwitzer-Lobbys, wenn es für dich gerade mal so bis Platin reicht, wird es nicht der Fall sein, dass vielleicht deine Platin-Lobbys verschwitzt mit irgendwelchen Möchtegern-Platin-Spielern, die auf einem Smurf unterwegs sind und eigentlich auf Dia-Master-Pret-Niveau vielleicht nur ihren Freunden helfen und dir aber mega auf den Sack gehen. Das heißt, die Konkurrenz in den Lobbys sollte deutlich geringer ausfallen, weil nicht so viele Freaks, die vielleicht auch auf Master spielen, aber auch nicht höher kommen, den zweiten Account aktivieren und sagen, naja, dann mache ich halt die ganzen Platin-Lobbys noch kaputt. Das soll der Sinn dahinter sein. Und jetzt kommt auch inhaltlich schon ein bisschen erwähnt der negative Effekt. Ich kenne viele, die haben kein Smurf-Account, also die haben einen Smurf-Account, aber die haben den nicht, um irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen, sondern einfach, weil sie ein paar Leute um sich rum haben, Freunde, Teammates, die sie über die Zeit kennengelernt haben, mit denen sie gerne ranked unterwegs sind, aber vielleicht auf einem sehr hohen Niveau spielen mit ihrem Main-Account, vielleicht Richtung Diamant, Master schon unterwegs sind oder schon sind und haben aber noch ein paar Freunde, die vielleicht auf Gold unterwegs sind. Das heißt, viele machen sich wirklich einen Smurf-Account, weil sie einfach anderen Leuten helfen wollen oder einfach mit den Leuten zocken wollen, was natürlich nicht möglich ist. Gold mit Master funktioniert nicht, was natürlich eine feine Sache ist, aber inhaltlich ist einfach mal Fakt. Du kannst dann nicht mit vielen Freunden mehr zocken, die vielleicht zu weit auseinander sind. Und das ist der Aspekt, den ich negativ finde, aber ich muss sagen, ich finde es eher geil, dass es kommt, und kriege vielleicht in den Platin-Lobbys oder Gold-Lobbys oder wo auch immer weniger auf den Sack und muss mich eben dann damit abfinden, dass ich irgendwie im Zweifel allein vorankommen muss. So läuft zumindest das Spiel ein bisschen ehrlicher ab in Ranked. Zumindest ist das inhaltlich die Hoffnung von Respawn. Was denkt ihr? Findet ihr das geil, dass dieses System kommen soll? Es ist bestätigt, es ist aber noch nicht safe, wann genau es implementiert wird. Es könnte zu Season 15 schon der Fall sein. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Das war's schon wieder von mir. Da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.